Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das Ding an? Ist das an? Ist es an? Bitte? Ja. Wie Sie wissen, und das macht mir auch nichts aus, das immer wieder zu sagen, habe ich lange in Förderschulen gearbeitet und ich habe mir die Entscheidung nie leicht gemacht, ein Kind für die Förderschule zu empfehlen. Ich habe mich immer ernsthaft gefragt, ob es nicht vielleicht besser ist, dass dieses Kind in der Grundschule, in der Regelschule verbleiben kann. Mit der Zeit habe ich mich auch immer öfter gefragt, wie so eine Grundschule aussehen müsste, dass es die es einem Kind, das behindert ist, das beeinträchtigt ist, erlaubt, dass es in dieser Grundschule unterrichtet werden könnte. Und schon früh gelangte ich zu der Ansicht, dass möglichst viele Grundschullehrer eine heilpädagogische Zusatzausbildung haben sollten. Wenn man dann in der Grundschule nach dem Vorbild der Förderschulen arbeiten würde, könnten viele Kinder in ihrer Heimatschule bleiben. Und zu einer wichtigen Zeit meiner beruflichen Laufbahn war der Professor Dieter Breitenbach Kultusminister. Und der Professor Breitenbach hat seinerzeit die integrative Unterrichtung von förderschulbedürftigen Kindern in Regelschulen begonnen zu organisieren. Und er hat Sachverstand gebraucht und es sind eingeladen worden Lehrerverbände, Elternverbände und so weiter. Und ich habe die Ehre gehabt, dass er mich als Einzelperson ohne Etikett und alles, weil er mich gekannt hat, in diese Kommission zur integrativen Unterrichtung berufen hat. Und ich habe damals dem Herrn Professor Breitenbach gesagt, ich mache mit, aber nur dann, wenn ich auch gleichzeitig in einer Kommission mitarbeiten darf, wo es darum geht, die Grundschule neu zu gestalten. Und er hat dem auch zugestimmt. Ich war also in diesen beiden Kommissionen. So, und diese Meinung, die ich vorher eigentlich schon hatte, nämlich, dass jeder Grundschullehrer eine sonderpädagogische oder heilpädagogische oder wie man auch immer sagen möchte, Ausbildung braucht, die hat sich aufgrund der Arbeit in diesen Kommissionen, aber auch aufgrund der Arbeit, die ich verrichtet habe in der täglichen Berufsausübung, hat sich das verstärkt. Und aus diesem Grunde bin ich fest davon überzeugt, dass diese Geschichte für uns einen großen Vorteil hätte. Also zuerst einmal, wenn man die Grundschullehrer sonderpädagogisch ausbildet, hat man zuerst einmal gespart, dieses multiprofessionelle oder viel berufliche Mannschaften oder Teams, die da in die Schulen kommen, die braucht man dann nicht. Der Lehrer selbst, die Lehrerin selbst hat die Kompetenz, die sie braucht. Und ich kann Ihnen noch etwas sagen, was diese multiprofessionellen Teams betrifft. Wie gesagt, ich habe ja mit solchen Dingen auch zu tun gehabt. Es gibt Lehrer, die wollen das nicht. Die wollen in ihrer Klasse, mit ihrer Klasse allein und ungestört sein. Die wollen nicht, wenn sie ein Gedicht vortragen, dass nebendran ein anderer Lehrer einem Schüler etwas ins Ohr sagt oder irgendeine Bewegung ist. Die wollen in ihrer Klasse allein sein. Da kann man sagen, das ist Unfug, das ist eine Tatsache. So, wie gesagt, das wäre ein Vorteil. Der Lehrer hat die Kompetenz selber, er braucht nicht jemand anderes, der ihn berät. Das Zweite ist, seit Jahrzehnten haben Hauptschullehrer, die an Gesamtschulen unterrichtet haben und später auch an Gymnasien unterrichtet haben, darauf gedrängt, dass sie so bezahlt werden wie ihre Kollegen, die die entsprechende Ausbildung hatten, weil sie dieselbe Arbeit verrichtet haben. Und es ist immer argumentiert worden, ja, aber die haben eine längere Ausbildung. So, man hat ja eigentlich Zugeständnisse gemacht, man hat ihnen Zulagen gegeben, das brauche ich Ihnen nicht lange auszuführen.
Aber die Grundschullehrer, die fordern das auch schon seit ewigen Zeiten. Und bei den Grundschullehrern sagt man zum Teil zu Recht, ihr habt eine kürzere Ausbildung und aus diesem Grunde könnt ihr nicht verlangen, dass ihr genauso bezahlt werdet wie die anderen, die eine längere Ausbildung haben. Mit diesem Vorschlag hier, dass die Grundschullehrer ausgebildet werden oder zumindest viele, die es wollen, ausgebildet werden, es muss ja nicht jeder sein, ausgebildet werden zu Förderschullehrern, dann haben sie zuerst einmal die Kompetenz, um in der Grundschule wirklich die Arbeit so zu machen, wie es sich gehört. Und zweitens haben sie die Rechtfertigung, dass sie auch so bezahlt werden wie alle anderen Lehrer. Herzlichen Dank.